Meine Männer sagen, Cesare versammelt seine besten Krieger vor dem Haupttor von Roma. Sammelt die Assassinen. Wir kämpfen gemeinsam. Alle Wege führen nach. An der Seite der anderen Assassinen Cesare und seine letzten verbliebenen Gefolgsleute konfrontieren. Das machen wir, mein Freund. Das machen wir. Keine Sorge. Alle haben Angst vor mir. Ich weiß auch nicht warum. Komm. Italien wird vereint sein! Und ihr herrscht an meiner Seite! Wollt ihr meinen Triumph genießen? Bald trifft Micheletto mit seinem Heer ein. Aber ihr werdet schon vorher sterben. Insieme per la vittoria! Vittoria agli Assassini! Meine Männer enttäuschen Vittoria agli Assassini, genau. Erstmal. Oh. Ja, das war vielleicht doch ein Tick zu krass. Ich bin gestorben, aber auch nur, weil ich scheiße war. Weil ich einfach nicht auf meine Gesundheitsanzeige geachtet habe. Ja. Ja, stimmt, ich kann also. So, erstmal Assassinen holen. Immer gut gebrochen. Ich will, dass die Assassinen heute untergehen. Euer Onkel wehrte sich. Seht, was es ihm einbrachte. Meine Männer enttäuschen mich nicht. Ich will alles. So, Cesare, jetzt bist du dran. Mein Freund, du bist am Ende. Legt eure Waffen nieder, Cesare Borgia. Micheletos Heer marschiert hinter mir auf. Wir erobern meine Stadt ein für alle Mal zurück. Das ist nicht mehr eure Stadt. Auf Befehl Papst Julius II. Verhafte ich euch, Cesare Borgia. Für die Verbrechen Mord, Betrug und Inzest. No! 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 Das ist nicht das Ende! Ketten halten mich nicht! Ich sterbe nicht durch die Hand eines Menschen! Es war die Art, wie er es sagte. Ketten halten mich nicht. Wenn du so besorgt bist, es gibt immer einen Weg. Nein, er ist zu mächtig. Er muss außer Reichweite von Menschen versteckt werden. So eine Schande. Ein Meisterwerk zu verstecken, wo niemand es sieht. Und doch. Was, wenn er meinte, was er sagte? Ich kann's nicht riskieren.
Cesare hatte recht. Ich muss gehen. Und deine Freunde? Die Bruderschaft wird fortbestehen. Mit mir oder ohne mich. Was hast du als nächstes vor? Eine Saat sehen. Hier, ein Geschenk. Wenn das der Abschied ist, dann behalte dein Geld. Ich will es nicht. Wir werden uns wiedersehen. Du hast mein Wort. Buona Fortuna, mein ältester Freund. Und nimm das Geld. Bei deinem mageren Lohn wirst du es brauchen. Schließlich wurde mein Patron verhaftet. So, damit haben wir Sequenz 8 beendet. Und zwar sehr, 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 sehr gentlemanhaft. Cesare wurde verhaftet, allerdings ist er wohl, so wie er es sagte, wieder freigekommen, wie er es auch immer geschafft hat. Keine Ahnung, wissen Sie was? Ich habe keine Ahnung, keinen Bock danach, nein. Und wir werden es aber sehen, irgendwann mal. Keine Ahnung. Wie habt ihr mich gefunden? Der Apfel aus dem Besitz von Mario Auditore führte mich her. Los, mach ihn fertig! Tötet ihn! Tötet den Assassinen! Reißt den elenden Bastard in Stücke! Viana, März 1507. Sequenz 9, der Sturz. Ich brauche Nachschub. Komm, Pferd. Mit dem Pferd reißt es sich schneller. Vielleicht nicht so extrem schnell, aber schneller. Und wir werden schon beschossen. Einen Moment kurz. Wartet mal ein paar Sekunden. Ich muss kurz bei mir was machen. Und zwar, eigentlich muss ich, naja, egal. Einen Moment kurz. Bin ich wieder da und weiter geht's. Ist mir jetzt auch völlig egal auf die 100%, ehrlicherweise gerade. Ich hörte, dass Cesare Borja die Navarese bitte. Komm, nein! Hey, Colum!
Er wird nicht entkommen! Nein, oh Gott. Was macht ihr denn? Ayúdame, mi hijo está herido. Okay, hoch hier. Das habt ihr euch selbst zu verdanken. So sprach der allmächtige Gott wieder. Das ist gerecht und die Gerechtigkeit. Loben den Herrn. Dank dem Gott, der uns Leben lehrt. Unsere Strafe erkennen lässt als Aufruf zur Sittlichkeit. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. So steht es geschrieben. Amen. Ich werde nur die Borgia-Wachen töten, außer die anderen greifen mich an. Nein, tut das nicht! Wenn es geht, nur die Borgia wachen. Dolch von Brutus. Damit werde ich Cesare erledigen. Hahaha. Oder Cesare. Okay, kommt her. Kommt her, mein Freund. Jetzt stirbst du. Komm her. Wo ist der Mann? Komm doch her, mein Freund. Komm her. Nur Dreierleg. Verlier die nicht schon wieder. Bitte. Okay.